Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Alien gerade im LS19 Alpine DLC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo! Boah, in der letzten Folge haben wir nochmal die letzten Striefen, was waren es nochmal, Wollpaletten, ja, glaube ich, kann man es so sagen, Wollpaletten verkauft. Und ja, heute widme ich mich wieder dem wunderbaren Schwaden. Philipp, was machst du gerade? Mann! Ah, okay, gut. Ich hätte es aber wohl links oben gesehen. Jetzt muss ich hier kurz tappen, weil... Ah, hier ist er. Da nehmen wir den Intrag für den guten Drescher, der da drüben ist. Und der natürlich auch wieder verkehrt rum dran steht. Wunderbar. Ist es nicht herrlich, doch? Doch, jetzt ist es herrlich. Ich bin fast fertig. Yay. Ich weiß nicht, ob der durchkommt, ne? 95% wird kritisch. Beziehungsweise könnte kritisch werden. Ne, wird er nicht schaffen. Gleich ist er nämlich voll. Dann warte ich hier schon mal. Vorne, ich sehe schon früh. Jo, und da ist er voll. Passt. So, das heißt, wir halten hier. Ja, Kollege, du stehst aber auf der falschen Seite. Ist schwierig, dass ich dich da enttanken kann. Oder beziehungsweise abladen. So. Dreh mich einmal um, wieso läuft der? Ah, nein, mal. Jetzt ist der IVT noch drin. So. Jetzt passt dieser. Da fragst du den Falschen. Ach, vielleicht wegen dem Helfer. Ach, Scheiß, ich bin doch nicht fertig. Doch, nicht, ne? Nee. Ich bin unten fertig. Ah, jo. Ja, dann hast du noch ein bisschen was, ne? So, den Tank jetzt hier mal, warten wir kurz. Kann ein bisschen dauern. Na, ja, gucken wir uns das Ding mal von innen an. Wir haben... Okay, wir können die Armlinie zurück und hinklappen. Hier sehen wir, wie das Ding raus sieht. Gut. Wir können... Muss das nicht normalerweise runter und dann... Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ach, eine Kühlbox. Okay, ich lasse die mal, ne? Die Tür kann ich anscheinend nicht aufmachen. Und ansonsten... Oh. Ah, aber Innenbeleuchtung. Schon mal nicht schlecht. Ansonsten war's... Ja, das Ding kann ich noch vorhin zurückklappen, aber ansonsten... Haben wir hier an dem Ding nichts Spezielles mehr. Aber ey, er hat was. Ja. Und die Box kannst du wegklappen, wegmachen. Mhm, habe ich gerade schon mitgekriegt, damit ich wegmachen kann. So, jetzt muss ich kurz mal gucken, ob der Helfer mit dem Getriebe, was er jetzt drin hat, klarkommt oder ob ich jetzt ihm das andere geben muss. Schau mal Mirario an. So. Wenn du es auf Automatik stellst, nochmal ja. Oh. Wenn auf manuell, dann packt das nicht. Ja, er packt's. Er kann eh nicht schneller als 10 km/h fahren und der erste Gang geht 12, also alles gut. Frage ist, ob er dann anfangen kann auch. Ja, kann er. Können wir mal ausmachen? Wann da geht's? So, jetzt müssen wir hier runterschalten, weil mit dem Büro kommen wir nicht von der Stelle. Okay, das passt. Dann ziehen wir da mal hoch. Soll der Bühren auch 109 PS oder 100? Ja, aber mit dem dritten Gang anfahren, beziehungsweise, was waren das für ein, ich weiß es gar nicht mehr. Anfahren, schwierig. So, hoch hier. Hier haben wir schon alles gemäht normalerweise. Also ich habe irgendwas vergessen, was ich nicht hoffe. So, ausklauben das Ding. Und dann drehen wir mal hier ein paar Bähnchen, ne? So, dann Flo? Mhm. Ich hab ne Idee. Ich weiß aber nicht, ob du da dazu stimmst. Hau raus. Und die wäre? Bin für alles offen. Was? Bin für alles offen. So, ich hab grad verstanden, ich bin besoffen. Achso. Nein, das war ich nur gestern, weil Silvester war, was? So mit, also die Aufnahme ist... Aber das könnte auch mal was werden, ne? Der Aufnahme ist nicht auf. Ja, schwierig. Also ich habe Red Bull da, aber da ist kein Alkohol drin, nur Koffein.
Ja. Nee, ich meine jetzt mal Aufnahme so komplett lustlos, so. Hm? Ohne irgendwie so Zusatzwörter, so wie ne oder Mama. Ach so. Okay. Dann einfach bloß so sagen, so, ja, mach mal das. Schwierig. Aber gut. Nur mal so, ne, vielleicht läuft unsere Freundschaft nicht so ab. Oh. Ja, okay, warte mal. Was wollte ich eigentlich sagen für den Vorschlag? Oder war das der? Es war der. Achso. Der Leute streamt ab. Also, warte mal, wie machen wir das? Bei 100.000 Likes, lieber Spaß. Oh Gott. Nee, also, keine Ahnung. 100.000 Likes, 30 Jahre später? Ja, heute kommt es. Naja, 30 Jahre später? Schwierig. Oh nee. Dabei gibt's YouTube gar nicht mehr was. Muss mal zahlen, damit du YouTube Premium bekommst. Damit du YouTube gucken kannst. Oh Mann, ja. Mann. Puh. Ach ja. Was sind eigentlich deine Neujahrsvorsätze für 2021? Ich glaube, ich habe es dir schon mal geschrieben. Im neuen Jahr, da gebe ich Gas. Es ist ja nur noch Leberkern, was? Ja gut, das kann sein. Da ist nicht mehr Klopapier auszukaufen, sondern Leberkas. Oh nee. Warte mal, ich hab's mir aufgeschrieben. Warte, Moment. Ich sing's jetzt extra selber vor, damit du kein Copyright bekommst. Mhm. Moment. So. Ich mach mir noch ein Weißbier auf, weil ich das Jahr noch viel mehr sauf. Die Kante gebe ich mir. Halleluja. Hey, haben wir dann auch geklärt? Ja, nee, war Spaß, ist keine Ahnung. Also wir haben Philipps Neujahrsvorsätze gehört. Oh Mann. Nee, keine Ahnung. Ich hab nicht. Ich also. Ich muss sagen, mein größter Wunsch wäre, also einfach, dass scheiß Corona wieder weg ist und diese Ausgangssperren und voll ja, Scheiß. Aber das ist halt einfach schwierig, ne? Ich wollte an das Mögliche denken. Ja. Das Mögliche nicht ist... Das und nicht an das Unmögliche. Okay, Büro, du schaffst es. Ja. Allrad, nee, braucht er nicht, das schafft er. Ja, doch, packt er. Ein bisschen aus der steilen Lage wegsehen, dann geht er wieder. Hochschalten. Jo, jetzt packt das. Wunderbar. So, dann können wir hier gleich an die nächste Bahn anknüpfen. Okay, wieder rumlenken, dann packen wir so. Oh, geht. Geht. Keine Ahnung, ich habe nicht wirklich so Vorjahressätze, weil. Es ist halt einfach random meistens, ne? Naja, ich sag's mal so. Momentan bin ich glücklich, so wie es läuft. Wenn ich mir Neujahressätze mache, werden die meist eh nach einer halben Woche wieder gebrochen oder so. Also. Schwierig. Ja, dann problematisch. Ich muss sagen, ich habe selber tatsächlich noch gar nicht so nachgedacht, was meine Vorjahressätze sind. Aber ich habe auch mal mich fragen, oder? Ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob du dir mal überlegt hast. Man weiß ja nie. Nee, weil. Ja, Grund hat man gerade eben gehört. Aber ja, da bin ich deiner Meinung. Ja, wenn du dann fertig bist mit Mähen, dann könntest du dir eigentlich einen zweiten Schwader schnappen und mir beim Schwaden helfen. Weil schon so dauert das immer 50 Jahre. Einen zweiten? Haben wir das Geld dafür? Ja, locker. Easy. Ich schau mal so auf. Also, ja.
Du, 10.000 ist nicht viel. Für einen Schwarer mieten reicht allemal. Ach so, mieten, ich hab gedacht, kaufen. Nein, das wird sich glaube ich nicht so. Oder wir tauschen aus. Aber scheiße, wir haben kein Geld. Der Alte wird nicht mehr so viel bringen, wenn wir da austauschen können. Bin bergauf, ich fahr bergauf, ich bin bergauf, ich fahr bergauf. Ich fahr bergauf. Ach ja. Ach ja, würde es sich eigentlich für uns lohnen, eine Ballenpresse zu kaufen? Ich weiß es halt nicht. Also, wir haben ja da schon ein paar schöne von Pöttinger mitgeliefert gekriegt. Wie viel kosten deine? 80.000, glaube ich, ist die billigste, oder? Glaube ich, habe ich wieder gesehen. Rundballen. Moment, ich schau nach. Ich glaube, 45 ist die kleinste Rundball von New Holland vom Standard. 49 sogar. Ah gut, und wie viel ist die von Pöttinger, die beim DGC mitgeliefert wurde? Also die ohne... Die ohne diesem komischen Wickeldings hinten dran, kostet ca. 60.000. Okay. Hat er halt auch nicht diesen Aufstelldings ums. Und die mit dem Teil kosten mit diesem Ballendreher, mit dem Ballendreher heißt der, kostet 112.500. Ja, irgendwie sowas habe ich auch noch gewusst. Ja gut, ich würde mal sagen, von dem Preis sind wir noch ein bisschen weg, ne? Oder wir nehmen halt die Fastbell für 110.000. Oder wäre auch noch eine Variante. Es gibt viele Varianten. Die sogar sau billig ist. Ehrlich gesagt, von Klaas die Univarp mit der Roland. Also mit der Rundballenpresse. Und dann gibt es glaube ich noch ein Standard. Ja, für 76. Ach ja, und ich habe den Preis nicht gesagt von der anderen. Die der Klaas kostet 78,5. Und die eine ist 76. Ja, 76 von Kuhn im Standard. Ja. Oder wir gucken uns nach dem Motto, ne? Aber ich wäre eher bei der Fastbell oder beim Pöttinger. Ja, muss ich auch aber sagen. Aber wer weiß, vielleicht kommt die Pöttinger schon bei einem anderen Projekt. Möglich. So, können wir wieder hochschneiden? Ein bisschen müssen wir noch warten. Man weiß es nicht, ja, man weiß es nicht. So, dann kann es wieder abgehen hier. HVC hat einen A. Oh, der ist schon gleich fertig. Da ist natürlich schön, ne? Oh. Und das geht dann nicht weil es also warte mal. Handbremse sollte vielleicht mal entfernen. Vielleicht ein Vorteil, ja. Jetzt muss ich gerade. Also ich gucken. Bin jetzt fertig mit dem Mähen, oder? Oder hast du schon. Also. Die bei uns im Hof hast du schon gemäht. Ich habe eigentlich alle gemäht jetzt nochmal. Das sind jetzt alle gemäht, soweit ich weiß. Dann zum Brille durch. Okay, gut. Ich habe ja, also, so. Ich habe mal eine Idee. Müssen wir kurz gucken, ja. Wir haben jetzt die BGA. Sollen wir Gras machen? Zum anderen meine ich jetzt schon mal. Auf Feld 2. Feld 2, ja, genau. Sollen wir Gras machen oder, Mais? Das Problem ist halt, Mais ist ergiebiger. Ah, jetzt haben wir die gut. Ich bin voll. Das und Gras haben wir halt das Equipment schon für. Stimmt auch wieder. Es Mais wäre zwar mal was anderes, aber. Momentan noch Gras, oder? Würde ich schon sagen, glaube ich. Weil klar, für Mais brauchen wir müssen wir uns einen Häcksler mieten. Der war jetzt auch nicht das billigste, ist, außer wir nehmen den Anbau, aber der kostet dann auch schon mal 5.000, glaube ich, in der Miete, oder? Gar nicht. Bin gerade am Waschen von Mähwerk. Wo muss das Zeug eigentlich hin? Hafer. Bei Getreidemühle. Zum Felsbrunn-Dings ums Express. Nee, Getreidemühle. Ah, da hinten. Ach, da waren wir noch gar nicht. Mit runterschalten, jetzt kommen wir nicht vom Feld. Doch, ich war da schon mal. Warst du schon mal da? Jo.
Ach, warte mal, war denn hier irgendwo da hinten? Das war da, wo ich nichts gefahren hab. Da war ich auch, bin ich schon mal vorbeigefahren. Da gab's nämlich irgendwo da hinten, gab's da mal eine Mission, die wo wir gemacht haben. Genau. Vorletzte Folge irgendwann mal, die wo jetzt leider nicht mehr da ist, weil Spielstand nochmal neu aufsetzen. Soll ich jetzt eigentlich schon mal sammeln fahren, oder? Du kannst mit dem Drescher nochmal schnell. Kommt der denn jetzt her? Ach, der war hinterm Busch. Den habe ich jetzt echt nie gesehen. Ich hab grad verstanden, ne? Eieiei. Ja, nee, es war ein Auto. Aber ich hab dich nicht gesehen. Ich glaube, der war hinterm Buschen. So, ich hab grad also das hat sich gerade so angehört, so Fend. Oh Mann. Was du immer verstehe ich, ne? Nein, das hast du gesagt. Okay, ich kann eigentlich jetzt. Ich fahr mal ein bisschen spazieren, sagen wir so, ne? Ja. Mal bitte was von der Karte hier sehen. Kann jetzt eigentlich hier längs, okay. Hinten waren wir tatsächlich noch gar nicht. Ach nee, doch, hier waren wir schon mal kurz. Da ist nämlich die Tankstelle. Soll ich jetzt zum Schwaden kommen oder nicht? Ja. Ich weiß gar nicht, du kannst eigentlich auch noch mal schnell fertig dreschen. Das wäre, glaube ich, sogar das Wichtigste. Da fehlt nur noch eine Bahn oder eine halbe, die wo der Helfer nicht gemacht hat. Da vorne geht auch noch mal wirklich links gut. Beziehungsweise die Hauptstraße. So. Dann passt das. Ah, da vorne rechts haben wir es auch schon. Da wo wir hin müssen normalerweise. Na, kriegen wir hoffentlich. Weil den Hafer wollen wir verkaufen, weil wir haben ja keinen Verwendungszweck für den, ne? Ja, den wollen wir verkaufen. Okay, gut. Und der Preis, muss man sagen, ist nicht schlecht. Da kriegen wir schon was dafür. Okay, jetzt nicht zu schnell in den Kreisverkehr rein. Ist zwar nix los. Ist auch schön. So, nicht der erste, sondern der nächste. Mal rein dann. Laut Karte. Ich war hier hinten nämlich noch nie. Also halt nochmal ein Kreisverkehr noch. Okay. So. Ich habe jetzt oben die Dachluke aufgemacht, die vordere Scheibe zugemacht und die Seiten aufgemacht. So, jetzt hat es kann ich hier auch noch irgendwo drin? Ich hoffe mal, ne? Oh ne, schaut nicht gut aus. Oh Mann, hier kommt man doch nicht rein. Das heißt, sie muss wohl oder übel hier winden. So, soll ich jetzt mit dem Schwader kommen oder? Bist du mit dem Dreschen fertig? Ach. Mit dem Dreschen? Ja, hab ich doch die ganze Zeit gesagt. Dreschen? Ja! Eine halbe Ball oder was so Neues. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum Händler. Ich hab's ja vor 5 Stunden schon bereits gesagt. Vor 5 Stunden? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich hab's ja schon zweimal gesagt, dass du schon mal dreschen kannst, die letzte halbe Bahn. Vielleicht! Da. Hat er nicht zugehört? Oder war er wieder am Semmer fressen? Nee. Okay. Semmer schon fressen. Vielleicht. Hör ich dir nicht zu. Aber nur vielleicht. So. Dann richte ich schon mal den MB-Drucker mit dem Ladewagen. Ja, kann ich den machen. Okay, abladen. Also, das müssen wir noch vorne auswählen. So, Handbremse den, der nicht wegrollt. Oder kommt das Geld rein? Müssten so um die 20.000 geben. Laut ausrechnen oder ein bisschen mehr. Bin fast voll. Oh, 23. Ist solide. Bin fast voll. Ja, ich weiß, mein Hänger war nämlich voll. Ich komme aber bereits wieder angefahren. So, jetzt muss ich hier da rein und da raus. Rin hier ist und kein... da raus. Wieder rin und wieder raus. Oh, ich habe nichts gesagt. Also, nichts Falsches. Man kann, ich muss gerade überlegen, was man damit noch deuten könnte. Eine Säge. Mhm. Ja, Handsäge. Genau. Ich habe eine Säge gemeint. Oder wenn man eine Kettensäge reparieren will. Ja, oder das?
Da muss in dieses Loch rein und dann ist. Nein, also jetzt ist. ja. Oh Mann. Ja. Ach, jetzt komme ich hier raus, wo ich ja so auch weggeschubst worden bin, ne? Ah, genau, stimmt. Bei unserem Hof. Gut, die Stelle kenne ich. Verkehr ist diesmal keiner da, von rechts kann normalerweise keiner kommen, das heißt, die kann nur schon rausfahren. Boah, ich glaube, ich bekomme alle so ums Arschlecken rein. Ich bin genau. Ich komme, ich sehe dich da drüben. Ich habe 96%. Da könnte eng werden. So, rein hier. 98. Ich komme in den Hof. 99. Oha. 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 Full. Shit. Ich komme. Oh Gott. Ich soll dir nicht immer woanders hingucken. Dazu, das sondern mir ja nicht rein, ich sag's dir. Kannst du nicht ein Stückchen fahren? Nicht rückwärts. Jetzt. Gepost. No. Ah, ich wollte gerade sagen, okay, dann kann man Dresch. Oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir den Drescher ja wieder zurückgeben, aber den haben wir uns ja gekauft. Da war ja was, ne? Haben wir uns hart verdient, das Ding. Oh. Was schon auch wirkt. Ja. Für das Ausschalten vom Schneider gibt es einen extra Knopf da drin, den muss ich nicht abholen. Ich wollte. Also, beim Controller ist Ausschalten auf der einen Seite die Schultertasche und dann Viereck. Und um die Maschine auszuschalten, ist auf der anderen Seite die Schultertasche und dann Viereck. Ich habe nicht mehr genau gewusst, welche ich drücken muss. Oh. Aber mal ausprobieren, ne? Ja, genau. Aber das ist rückwärts. So, die fahre ich jetzt auch nochmal verkaufen, weil es gibt auch nochmal 6000. Das ist schon nicht schlecht. Da wäre schneller Drescher oder ich. Also ganz ehrlich, Haf hat doch ganz gut Geld gegeben dafür, dass wir dann auch noch Stroh bekommen. Ja, es ist. Jetzt komme ich da nicht längs, aber der Reis. Der fährt einfach in den Nachbarfeld rein. Jetzt geht's los. Kann ich mich da. Ja, da kann ich mich hinten vorbeiquetschen. Rückwärts. Bin weg. Oh. Allrad einschalten. Das, wo er vielleicht nicht hat oder vielleicht doch hat, man weiß es nicht. Also, du, du. Guck mal, die Pralle zu viel passt. Ich mach mal die Tiefsperrerin vorne. Vielleicht geht sie dann. Möglich. Aber ich glaube eher, der ist von der Luft gewinnt, ne? Ja, laut meiner Sitzung. Guck mal, aber da ist kein Auto. Weit und breit. Wie schön, Flo. Hm? Hat die geschubst? Nö. Glaube ich. Der schneidet weg da nicht mehr runter. Abkuppeln geht auch nicht. Doch, aber naja gut, das hängt halt so komisch drauf jetzt. Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das dann da jemals wieder runter bekomme. Ja, doch, doch. Ich komme in der Lindner 53 km/h beziehungsweise Bührer 109 km/h, ab geht's. Anhängt das Ding, dann fällt das wieder runter. Oh. Herrlich. Mit 109 Kreisverkehr rein, dann ist liegt Schneifer. Nee, das war bloß 70. Auch bloß 70? Mhm. Ah, dieser Meister ist auch ein Grundstück mit einem Kreisverkehr. Da sieht man nicht, ob von rechts was kommt. Aber deswegen fährt man immer langsam. Meistens. Deswegen fährt man mal langsam. 70 km/h im Kreisverkehr, let's go! Deswegen fährt man immer normal langsam. 109 km/h-Mappen. Ohne Überrollbügel beim Bührer. Ich glaube, für 109 km/h sind die Reifen auch nicht ausgelegt. Doch, doch. Die sind für 80 ausgelegt, dann auch für 109. So, entladen wir die letzten 6000 Liter, die wir haben. 3 km/h oder so mehr macht jetzt auch nicht viel aus. Schaffen wir die, schaffen wir die? Wir schaffen die. Wir haben die 40.000. Ja. Das ist schön. Oh. Das war ein bisschen Blut. So, geht auch jetzt. Wir haben wieder 40.000. Das sieht also. Unser Konto sieht jetzt wieder
schöner aus. Vorher war sie nicht ganz so rosig gerade. Aber jetzt kann man damit wieder zufrieden sein, würde ich sagen, ne? Ja. Shit, ich bin am Ding vorbeigefahren. Hm? Hochdruckreiniger. Mann! So, vorhin schon an der falschen Einfahrt rein und dann auch noch da vorbei. Ja, stimmt, weil dann die Holländer durch das, dass es schwarz ist, sieht man natürlich schnell die Dreckfitzeln. Nee, durch das, dass er schwarz ist, nicht so schnell. Als wie bei Gelb. Ja, ja. Stimmt auch wieder. Zug kommt keiner, wunderbar. Durch das, dass er schwarz ist, sieht man die Dreckfitzeln mehr. Was? Wo drüber her? Jono. So, wunderbar. Hau, hier liegen schon wieder Jono? Was? Ja. Ich werde kreuzen. Mit 53. Ne, nicht ganz 48. Drüber. Jono! Was soll ich denn eigentlich das Schneidwerk jetzt reinballern? Ach, da haben wir ja noch gar nicht Gedanken gemacht, ne? Wenn wir keinen Dresch hat. Ich würde sagen, links daneben Steier, da ganz hinten. Wenn du da reinkommst. Oder wir suchen uns, oder wir hauen den Drescher da rein. Oder geht das mit der Höhe? Dann müssen wir halt die Hänger woanders hinstellen. Aber die können auch draußen stehen, die müssen, Junge, die kann man auch hier hinstellen oder so. Ich kann es probieren, dass ich hier reinkomme. Ich probiere es. Kann es geil probieren. Ich habe ihn abgewürgt. Ich weiß, ich muss mich da nochmal ransetzen, ne, durch das, dass ich das, Update, beziehungsweise der Spielstand, wiederhergestellt habe, also vorübergezogen. Es sind hier so manche Sachen. Schwierig. Aber immerhin unsere Hundehütte ist noch da mit dem Hund. So, komm her, Fläschchen. Für Mensch ist unsere Hundehütte noch da mit Hund. Ja, Hund ist weg. So, das heißt, wir knallen jetzt die Hänger weg, weil die brauchen wir jetzt normalerweise nicht mehr, ne? Nee, oder warte. Oder wollen wir eine Trash-Mission machen, wenn es eine gibt? Verkauft doch die Hänge und kauft einen größeren. Hm, wäre auch zu überlegen, ne? Warte, gucken wir nach Hänge. Nur so, ne? Ich würde rein. Ja. Ja, ich würde reinkommen, aber das Schneidwerk wird dann im Weg stehen. Also. Ja, dann packen da. Ja, dann da. Ja, dann mach so. Warte mal, Moment. Ich häng mit dem Reifen. Der passt da nicht rein, glaub mir. Ja, dann packen da drüben rein. Also von der Höhe würde es gehen, aber... Ja, dann stellen wir da vielleicht... Ja, nee, das... Das hat... Da komm ich da gar nicht raus. Aber gut, mit diesem wunderschönen Bild darf ich mich von euch auch schon verabschieden. Es kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch kein Zeit, das hat mich aufgeklappt. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Sinn, um den roten Knopf drauf, er hat nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, und das war's von mir, beziehungsweise uns. Dann, sehen wir uns. Okay, dann, sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge. Hier auf der Ehrengrad. Und bis dahin macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Where I belong, I'm still rolling the dice, praying.